Okay, Leute, es geht weiter. Verdammt. So, 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 so. Fick dich. Fick dich. Neji, ich bin Neji. Okay, bist du weg? Ihr stirbt doch, verdammt. Kann ich nicht analysieren oder so? Na, geht nicht, okay. Also, ach, fick dich du. Okay, du bist weg. Jetzt noch du. Du bist auch weg, okay, okay, okay. Es sieht aus, als hättest du meinen Kampfstil verinnerlicht. Die Energie, die du mit deinen Fäusten versetzt, nennt sich Plana. Wenn du eine Weile nicht angreifst, kannst du Plana ansammeln. Setze es ein, um Gegner anzugreifen. Also dann, lass uns deine Stärke in einem Zweikampf gegen mich testen. Mach dich bereit, Roxas. Okay, Kampfsportmeister Heath. Okay, so, 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 so. Ich geb dir so doll auf die Fresse. Kann ich denn nicht aufladen? Er hat doch gesagt, oder nicht? Okay. Yeah! Fick dich ins Knie. Fick dich. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. Ich geb dir trotzdem eine in die Fresse. Egal, ob du auf dem Boden liegst. Und so, von hinten. Und nochmal von hinten. So. Ich hab gewonnen, ja. Klasse, das hast du gut gelernt. Faustkampf, Spezialmanöver erlernt. Okay. Ich kann jetzt ein Spezialmanöver dafür. Ich werde das auch richtig, richtig doll leveln. Okay. Alarm, Alarm! Die Tiere des Waldes sind fort. Lauka hat sie überall gesucht und dabei ein Riesenmonster gefunden. Monster? Was könnte das sein? Es sah aus wie ein verdorbenes Fleisch und es kommt nicht aus dem Wald. Es hat nach etwas gesucht. Ein Monster? Darum müssen wir uns kümmern. Roxas, das überlasse ich dir. Sieh es als letzte Lektion meines Kampfstil-Trainings. Okay. Ich kann das Buch der Prophezeiung da benutzen, okay? Und Rex, du kannst nichts mehr sagen? Scheiße, ich hab das Buch nicht, dann... Okay, dann gehe ich mal speichern. Da muss ich extra wieder hierher kommen, um diese scheiß Axt zu analysieren. Egal, das ist nichts Schlimmes, das kann ich schnell machen. Jetzt gehe ich mal... Okay, ich spring runter. Ich gehe wieder hoch, aber das wollte ich nicht. Okay, kann ich auch nach rechts gehen? Nein. Okay, wo komme ich hier hin? Ja. Und wo komme ich hier hin? Hä? Ich verstehe nichts mehr. Was ist das denn für ein Teil? Ja, ist klar. Jägerfahrt? Verdammt, warte, ich kann sowieso nichts mit dem Buch anfangen. So, 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 so. Okay, so, 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 so. Ja, ich werde jetzt... Warte, soll ich hier leveln? Ich weiß nicht. So, 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 und... Fick dich doch ins Knie. Erhöhte Attacke. Aber wo soll ich jetzt hin? Ich habe so wenig Leben. Okay, da kann ich nicht. Okay, kann zum Jägerpfad oder nach links. Und links ist die Brücke. Aber muss ich zur Brücke? Das ist die... Nein, ich muss nicht zur Brücke. Okay, das hat sich jetzt auch erledigt. Nee, nee, nee. Warte, vielleicht geben die mir irgendwas, wenn ich die anspreche. Vielleicht so Handschuhe für meine Faust oder so. Reden. Roxas? Ja? Hast du mal kurz Zeit? Ich möchte über Prinz Faldo sprechen. Vor langer Zeit war der Prinz ein gutherziger Junge. Er war ein wichtiger Grund dafür, dass ich mich dem Reich anschloss. Auch ich wollte eine vollkommene Welt und half ihm, sie zu verwirklichen, bis schließlich ein Friedensvertrag anstand. Doch an jedem Tag wurde
auf Prinz Waldo ein Attentat verübt. Er schaffte es irgendwie aufzuwachen, aber er war wie ein Zombie. Er wurde skrupellos und kriegshungrig. Seine Art, in der Schlacht zu kämpfen, war fast unmenschlich. Aber ich glaubte immer noch an ihn. Okay. Und das alles wegen dieser idealen Welt, von der wir gemeinsam geträumt hatten. Ich hätte selbst alleine gekämpft, um sie zu verwirklichen. Ich werde tun, was immer es kostet. Ups, ich bin ins Schwafeln geraten. Aber danke fürs Zuhören. Okay. Und nochmal reden, vielleicht? Ja, okay. Und du? Reden? Okay, die geben mir nichts. Okay, dann muss ich wirklich diesen Weg darunter. Scheiße, egal. Ich gehe einfach mal den Weg runter. Ich habe keine Karte, verdammt. Das ist auch beschissen, wenn ich keine Karte habe. Und was ist das für ein Riesenpilz? Verdammt. Okay, was für Möglichkeiten gibt es jetzt? Geradeaus runter oder nach links? Ich gehe mal nach links. Ach, das ist eine Blume. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ach du Scheiße. Was ist das denn für eine Version? Okay, Tafel. Okay, eine Tafel, ein Pilz. Ah, verdammt, zu viele Sachen. Verdammt. Ich muss lange hier suchen. Aber das werde ich alles euch zeigen, wo ich hingehen muss und so alles. Ist ja selbstverständlich und du. Ach, scheiße, wo ist. Okay, ist das da? Nein. Das ist er bestimmt nicht. Okay, da muss ich eine Bombe benutzen. Ah ja, dann war oben auch eine Bombe. Okay. Ja. Wo zum Teufel soll ich? Sah aus wie ein Stück Fleisch, aber, ja, Stück Fleisch. Pilz. Ja, ich gehe nach oben mal. Und da ist das Monster. Nun, ich kann es spüren. Dieser Körper erinnert sich an dich. Du bist der Witzling, der das Fabelwesen getötet hat. Uhaha, ich bin der Geisterbenutzer, Tony. Hier hast du es also die ganze Zeit über versteckt, Roxas. Mein Meister hält dich wie eine Plage. Deshalb musst du sterben. Geisterbenutzer, Tony. Rappatoni. Oh. So. Ey, fick dich doch, wie soll ich... ja. Vielleicht muss ich wirklich leveln. Vielleicht auch nicht. Warte, ich habe ja davor schon gespeichert, oder? Ja, so. Okay, der ist jetzt weg. Jetzt kommst du. Okay, komm. Komm her. Du bist jetzt weg. So. Ja. Ach du Scheiße. So einer bist du, okay. So. Warte, wo kommt er jetzt? Du Scheiße, er darf mich nicht mit seinem dreckigen Arm bekommen. Ich drücke irgendwelche Knöpfe, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. So. So, okay, du bist weg. Ich drücke irgendwelche Knöpfe, Leute. Ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen werde oder nicht. Das sehen wir einfach mal. Okay, so. Ach, fick dich, du scheiß Bastardmonster. Wo ist der? Ist du da? So. Okay, komm. Ah, geschafft, ja. Einmal verletzt. Ja, trotzdem Gold, oder? Ja, Gold.
Aber ich glaube, ich hätte es besser geschafft, wenn ich das ein bisschen trainiert hätte. Aber egal. Ich werde sowieso hier wieder herkommen. Roxas, du hast es geschafft. Ah, Rex kann auch wieder stehen. Mann, ich will eigentlich einen Cut machen. Du bist unglaublich. Du hast es ihm ganz alleine besiegt. Jetzt bist du bereit. Es ist an der Zeit, dir das zurückzuholen, was dir wichtig ist. Die Wüstenexolia hat das Buch der Prophezeiung. Sie ist stark, aber du bist gewappnet. Okay, und wo soll ich jetzt hin? Ich muss auch wieder los. Ich werde ins Reich zurückgehen und dem plötzlichen Wandel des Prinzen auf den Grund gehen. Dieser Junge war schon einmal tot. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich sah, wie Wehrmann einen Zauberspruch über seinen leblosen Körper sprach. Der Prinz ist wieder zum Leben erwacht, aber er hatte sich verändert. Dann spielte die Armee verrückt. Es ist an der Zeit, dass ich das ein für einmal regle. Roxas, ich denke auch, darüber nach aufzubrechen. Ich fühle mich jetzt schon besser. Es ist meine Schuld, dass ein Teil der Stadt von euch von dem Buch verschlungen wurde. Seitdem folgen was flogen überall rum. Ich muss diese verlorenen gegangenen Seiten mit Teilen der Stadt wiederfinden. Ich weiß nicht, wie viele es waren oder ob ich sie beschaffen werde. Aber ich muss wieder sühnen, was ich getan habe. Bitte glaub mir, Roxas. Ich werde die Seiten des Buches über die Stadt wiederbringen. Was es auch kostet. Diese Welt wird schon bald untergehen, richtig? Das ist komisch. Obwohl ich diese Welt immer so sehr gehasst habe, werde ich nun alles dafür tun, dass ich so lange anhält wie nur möglich. Boah. Wenn es mir gelingen sollte, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, könnten wir dann wieder Freunde sein? Antworte nicht sofort. Ich möchte erst eine Antwort, wenn das hier vorbei ist. Wie, ihr geht jetzt alleine? Jetzt alle? Seid vorsichtig. Lauka wird immer hier sein. Kommt mich besuchen, wenn ihr möchtet. Okay. Du gehst, hol zurück, was dir genommen wurde. Werden wir. Okay. Eingang, okay. Soll ich jetzt wieder den... Oh nein, fick dich doch. Ach, das speichern wir mal kurz mal ab. Dann trainiere ich im nächsten Part meine Faust richtig. Dann bin ich gut gewappnet. Ich gehe einfach mal den ganzen Weg runter. Ah, verpiss dich. Vielleicht komme ich dann irgendwo runter oder nicht. Scheiß Monster. Was zum Teufel ist das denn? Ach du Scheiße. Ach, Metallisierungstafel, verdammt. Jägerfahrt? Östliche Sammelwüste. Und wo komme ich da raus? Ey, fick dich! Fick dich, du Scheißopfer! Ah, okay. So. Leute, ich glaube, ich muss ein bisschen trainieren mit meiner Faust, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt eine Chance hätte mit meiner Fausttechniken hier. Deswegen gehe ich gleich auch wieder zurück und da speichere ich das auch mal. Da werde ich richtig viel trainieren mit meiner Faust. Ich muss ja ein bisschen daran gewöhnen, mit Faust zu kämpfen. So. Ach, fick dich, du scheiß Indianer. Okay, aber ich gehe mal ein bisschen weiter, vielleicht kommt ja eine... Nein, ich will keine Cutscene haben. Warte, ich will keine Cutscene haben. Warte, was war das für ein blaues Teil? Ach, egal. Egal. Ich gehe jetzt wieder zurück. Östliche Sammeldüste. Ach so, das ist dieser Eingang, wo dieser Macker war. Ach so, und da geht's um Jägerfahrt. Okay, dann gehe ich ja später da hin und so. Geschafft. Okay. Kurz speichern. Das speichern wir mal ganz schnell ab. So. Gespeichert. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.